Dann ist sie meine Frau in zweiter Etage. Barfuß. Im Feuer. Ebro im Arm. Viel Feuer. Sehr heiß. Ebro nackt. Meine Frau schreit. Das Hilfe. Das Hilfe. Ich schaue los, die lachen. Ich lache auch. Keiner kann helfen. Viel Feuer. Ich schreie. Liebe meine Frau, das Hilfe ist falsch. Die Hilfe. Die Hilfe. Du musst richtig Deutsch sprechen, sonst keiner dich versteht. Ich lerne Deutsch jeden Tag von alten Frauen. Ich schaffe es, ich lache auf. Keiner kann helfen, viel Feuer. Meine Frau verwechselt ihr Dickel immer. Meine Frau kann nicht gut Deutsch sprechen. Alte Frau aber spricht sehr gut Deutsch. Nur warum alte Frau am Fenster sitzt und weint, dann meine Frau schreit, die Hilfe, die Hilfe. Ah, jetzt spricht richtig Deutsch. Aber keiner kann helfen, viel Feuer. Und dann meine Frau springen. Da geht es um die Brandanschläge in Solingen. In diesem Theaterstück geht es um den Vater Ali, der seine Frau in diesem Stück verloren hat, weil sie bei diesem Brandanschlag aus dem Fenster springt, um die eigene Tochter mit der Tochter im Arm, um die Tochter zu retten. Bei diesem Sprung stirbt sie, aber die Tochter lebt, hat einige Verbrennungen, einige Verletzungen, aber sie überlebt diese Tragödie. Ein Sohn von ihm, Bülent, ist leider im Haus verbrannt, weil er dort geschlafen hat. Eine Tragödie für die ganze Familie, vor allem für Ali, der hier in dem Stück dann auch für ein Jahr in die Irrenanstalt muss. Vampire kommen, sie beißen Hals, Blut kommt hier. Vampire trinken Blut, aber jetzt, ich habe Knoblauch und ein Messer. Wenn Vampir kommt, mit dem Messer Knoblauch so schädet, zwei Teile schneiden. Frische Knoblauch, dann Vampir flieht, aber ich lebe. Allahu Akbar. Es ist ein Stück mit extrem viel Humor, extrem viel, ich sag mal, Mutterwitz. Ein Stück unheimlich bodenständig, unheimlich frech, unheimlich charmant auch, unheimlich... Es zeigt aber auch, dass Ali nicht nur ein guter Mensch ist, das ist auch ein Betonkopf mit manchen Dingen. Er hat seine Vorstellungen, er ist in seiner Kultur aufgewachsen. Und es gibt gewisse Dinge, die gehen gar nicht, auch Frauen gegenüber. Wenn Mariam enge Jeans will, kriegt auch eine Ohrfeige. Allah gegen enge Jeans für Mädchen. Und ich schiefe meine Frau. Frauen alles erzählen, immer keine Geheimnisse haben. Ein Stück, das anregen soll, dass wir miteinander leben, dass wir füreinander Herz, Empathie und auch ein Füreinander entwickeln. Ein Stück, in dem es aber nicht nur um eine Tragödie geht, sondern auch darum, wie ein Mensch mit diesem Irrsinn sein Herz in die Hand nimmt und barfuß und nackt, wie er sozusagen jetzt als Opfer hier steht, sein Herz in die Hand nimmt und sein Leben lebt. Dann Chef zu mir sagt, Olli, du bist ein guter Kollege, du bist gut für Deutschland. Du hältst Deutschland sauber, und zwar seit 25 Jahren. Ohne dich wird Deutschland nicht so sauber wie jetzt. Wo Olli ist, ist sauber. Ja, das Stück Barfuß nackt, Herz in der Hand, es wühlt auf, es verstört auch auf eine Art und zeigt natürlich eine Geschichte, die traumatisch war für die Hauptrolle, die Person, in dem Fall der Gastarbeiter Ali, der bei einem Brandanschlag seine halbe Familie verliert. Es nimmt mit, es macht betroffen und gleichzeitig gibt es Szenen in dem Stück, wo man lachen muss. Also man kommt mit sich selber in einen Konflikt, aber im Großen und Ganzen zeigt es einfach, was diese schlimmen Anschläge mit Menschen machen. Und dem haben wir heute gedacht und ja, das werde ich jetzt auch noch mitnehmen, die nächsten Tage darüber zu reflektieren und das Ganze auch sacken zu lassen.